zur heutigen News For You-Ausgabe. Top-Film-News, Five Eyes. Schon lange wünschen sich viele Fans einen 007-Film von Guy Ritchie. Da sich der Wunsch nicht zu erfüllen scheint, dreht der Regisseur nun einfach seinen eigenen Agenten-Actioner mit vielen typischen James-Bond-Zutaten und einigen Stars. Der neue Actionfilm von Guy Ritchie war bislang als Five Eyes bekannt, soll aber einen neuen Titel bekommen. Die Dreharbeiten sollen im nächsten Monat beginnen. Im Mittelpunkt steht Jason Statham als MI6-Agent, der wohl nur aus Rechtsgründen nicht James Bond, sondern Orson Fortune heißt. Wie 007 muss er nicht nur das britische Königreich, sondern die ganze Welt beschützen, als eine neue Waffentechnologie in zwielichtige Hände fallen soll. Kurz News: She-Hulk. Mittlerweile sind einige der Schauspieler bekannt, die in der neuen Marvel-Serie She-Hulk zu sehen sein werden. Neben der Hauptdarstellerin Tatjana Maslany wird unter anderem auch Ginger Gonzaga vor der Kamera stehen, die ihr eventuell aus der Serie Kidding kennt. Star Wars. Jason Isaacs saß schon als Captain Lorca auf dem Kommandostuhl des Raumschiffs in der Serie Star Trek Discovery. Nun würde er gerne in einer Live-Action-Serie zu Star Wars auftauchen. Top Gaming News: Resident Evil 8. Mit Village erscheint der nächste Teil der Hauptreihe von Resident Evil. Während sich in den letzten Monaten nur vereinzelte Trailer und Infohappen zu Resident Evil Village finden ließen, ging Capcom auf den Resident Evil Showcase in die Vollen. Nicht nur wurde der Release-Termin bekannt gegeben, sondern auch neue Gameplay-Trailer veröffentlicht und Handfestes zu den Vorbestellerphase sowie den erhältlichen Editionen geteilt. Hier nun die ersten Infos. Resident Evil 8 erscheint für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X sowie PlayStation 4 und Xbox One und zwar zeitgleich am 7. Mai 2021. Resident Evil 8 Village bekommt neben der Standardversion in drei weiteren Varianten. Die Pre-Order-Boni umfassen einen Mr. Raccoon Weapon Charm sowie ein Survival-Ressourcen-Paket, welches euch die ersten Spielstunden erleichtert. Vor dem Release von Resident Evil 8 am 7. Mai sind zwei verschiedene Demos geplant. Demo exklusiv für PlayStation 5 am 22. Januar. Für alle anderen die Demos für alle Plattformen irgendwann im Frühjahr. Für den kompletten Bericht folgt auch einfach den Link. Dort erfahrt ihr mehr zur Story, Waffen und den Charakteren. Kurz News: Assassin's Creed Valhalla. Die legendäre Klinge Excalibur gehört zu den besten Waffen in Valhalla. Wie du an das legendäre Schwert kommst, erfährst du, wenn du dem Link folgst. Inklusive der Fundorte der benötigten Tafeln. Valheim. Einsame oder koop-begeisterte Survival-Spieler dürfen ab Februar in Valheim ums Überleben kämpfen. Das Spiel erscheint im Early Access auf Steam. Valheim setzt auf eine prozedural generierte Open World, in der ihr kämpfen, craften und erkunden sollt. Technik News: Nvidia. Aus Frankreich kam gerade eine äußerst seltsame Nachricht. Genauer gesagt von den Hardware-Spezialisten der französischen Website Overclocking.com. Demnach sollen die eigentlich bereits längst im Ruhestand geschickten Nvidia-Grafikkarten GeForce RTX 2060 und RTX 2060 Super wieder auf den Markt kommen. Die Informationen stammen dem Bericht zufolge von mehreren Boardpartnern von Nvidia. Demzufolge sollen die nicht näher genannten Hersteller Kontingente älterer Grafikchips von ihnen wieder zur Verfügung gestellt bekommen haben. Aber warum sollte Nvidia die RTX 20 bzw. Super wiederbeleben? Falls die Informationen zutreffend sein sollten, dürfte der Grund in der schlechten Verfügbarkeit der neuen Modelle aus der ATX 3000-Reihe auf Basis der Ampere-Architektur liegen. Möglicherweise ist daher der Druck durch die Boardpartner zu groß oder generell die Nachfrage nach Grafikkarten. Kurz News: MSI. Einmal mehr sind es die Datenbanken der Eurasian Economic Commission, die einen Hinweis auf die Veröffentlichung neuer Grafikkarten liefern. MSI plant demnach zwei spezielle Versionen der GeForce RTX 3060 Ti für Miner bzw. Schürfer von Kryptowährungen. Asus ROG Ryujin 2240. Bei Asus befindet sich gerade der ROG Ryujin 2240 in der Pipeline. Wie schon der Vorgänger bietet auch dieser AIO-Kühler ein Display. Nun wächst es mit 3,5 Zoll jedoch auf die Standardgröße älterer Smartphones. Das war die heutige News for You-Ausgabe. Euch ein ganz tolles Wochenende. Hinterlasst doch gerne Feedback und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.